Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, wie die Welt einen demokratiefeindlichen Kommentar ganz oben platziert hat. Und das Besondere daran ist, dass dieser Kommentar besonders leicht greifbar ist. Mit zwei Sätzen kann man eigentlich leicht den Nachweis führen, dass die Welt demokratiefeindlich ist. Und mit einer einfachen weiteren Schlussfolgerung kann man dann nachweisen, dass die ganzen großen Medien ein Kartell bilden und demokratiefeindlich sind. Dass sie also nicht das sind, was sie vorgeben zu sein, nämlich Schützer der Demokratie, die ehrlichen, redlichen Journalismus betreiben. Corona-Demonstration. Proteste sind legitim, Eskalation und Gewalt sind es nicht. Nicht jeder, der Corona-Maßnahmen ablehnt, ist ein Rechter. Doch friedliche Demonstranten tragen Verantwortung dafür, an wessen Seite sie marschieren. Und auch die Politik steht in der Verantwortung, denn der wachsende Unmut nährt sich stark aus Fehlern der Vergangenheit. Was ist an dieser Artikelbeschreibung auffällig? Die Überschrift stellt ganz klar Eskalation und Gewalt in den Mittelpunkt. Es wird damit der Eindruck erweckt, bei den Demonstrationen geht es in der Hauptsache um Eskalation und Gewalt. Es ist das typische Propagandamittel, was man erwähnt und was man nicht erwähnt. Es ist der rote Punkt im blauen Bild. Und der rote Punkt wird ganz groß gemacht und so wird ein blaues Bild zu einem roten Bild. Jetzt werdet ihr einwenden, okay, das lesen wir jeden Tag. Das ist ja nichts Besonderes. Das sind noch die typischen Standardmethoden, bei denen es aus meiner Sicht nicht ganz leicht ist, mit ein bis zwei Sätzen damit die Welt zu stellen. Weil hier ist das Problem, dass das erst dann zu beanstanden ist, wenn alle Artikel in die gleiche Richtung gehen. Das ist aber schwer nachzuweisen mit einem Satz, dass von Welt alle Artikel in die gleiche Richtung gehen. Man hat jetzt hier diesen Artikel, da sagt man, das ist nicht in Ordnung. Dann sagt Welt, ja, aber wir machen es ja in anderen Artikeln besser oder wir beleuchten es dann ja doch alles ausgewogen. Und es ist halt, dieser eine Artikel geht in die eine Richtung. Das heißt, das, was wir hier erleben, ist propagandistisch und schlimm, aber es ist das Standardverfahren, das nicht ganz so leicht aufzudecken ist. Viele werden jetzt einwenden und sagen, was erzählst du uns hier? Es weiß doch jeder, dass die Medien lügen, dass es die Lügenpresse ist. Das weiß doch jeder. Das weiß vielleicht auch jeder. Das wissen vielleicht viele. Aber das Problem ist, es traut sich keiner, die Medien zu stellen. Das hat Querdenken nicht getan bei ihren öffentlichen Auftritten, und die AfD traut es sich auch nicht. Es geht hier darum, dass man es verbalisieren kann. Und daraus schöpfen die Medien ihre Kraft. Die Hilflosigkeit. Dass sie etwas Schlimmes machen und die Opfer können es nicht verbalisieren. Und sie stehen damit schwach und hilflos da. Die Medien sagen, wir machen eine ausgewogene Berichterstattung. Und niemand widerspricht ihnen öffentlich, weil sie sie nicht richtig greifen können. Das ist das Problem. Dass sie nicht mit einem Schlag benennen können, was hier passiert und dass teilweise Leute es auch doch nicht merken. Wir sind es uns bewusst, weil wir uns täglich damit beschäftigen. Man muss daran denken, jedenfalls ich muss zu meiner Schande zugeben, in den 2000er Jahren habe ich CDU und FDP gewählt und mir wird speiübel, wenn ich daran denke heute. Nicht jeder, der Corona-Maßnahmen ablehnt, ist ein Rechter. Hier erfolgt eine Verknüpfung. Wir haben hier die Begriffe Eskalation und Gewalt und jetzt kommt hier, ist ein Rechter. Das heißt, Recht sein ist schlecht. Es wird damit die ganze Richtung rechts mit Gewalt in Verbindung gebracht. Es ist diese typische Strategie, den Begriff rechts zu kontaminieren, rechts und rechtsextrem zu Synonymen zu machen, dass immer eine Verbindung stattfindet. Und wenn man dann sagt rechts, dann sagt man, ja, wir haben doch nur rechts gesagt, wir haben doch nicht rechtsradikal gesagt. Wir machen doch nichts. Wir sind ganz, ganz fair. Wir machen eine ganz faire Berichterstattung. Und das Teuflische ist, viele bei der AfD merken es auch gar nicht und denken sich dann, ja okay, stimmt, ja, die haben ja nur rechts geschrieben, kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Aber das ist jetzt auch nicht der Satz, der mir in erster Linie aufgefallen ist, sondern es ist der nächste. Doch friedliche Demonstranten tragen Verantwortung dafür, an wessen Seite sie marschieren. Und hier hat sich die Welt aus meiner Sicht vollkommen verraten. Und zwar nicht nur diese Autorin, sondern die ganze Welt, dass sie so einen Artikel durchgehen lassen. Weil dieser Satz bedeutet faktisch ein Demonstrationsverbot, ein vollkommenes Demonstrationsverbot. Ein Demonstrant trägt eben genau keine Verantwortung, der sonst noch auf der Demonstration ist. Weil sonst könnte eine große Demonstration nie stattfinden. Wenn 10.000 Leute demonstrieren, dann hat man niemals die Übersicht, wer alles demonstriert. Das heißt, man muss dann zwangsläufig nach Hause gehen. Und selbst wenn vermeintliche Nazis anwesend sind, das wahrscheinlich oft auch einfach nur verkleidete Antifanten sind, die Krawall machen, dann würde man gezwungen, nach Hause zu gehen und nicht demonstrieren zu können für die Sache, die einem am Herzen liegt. Und wenn einem eine Sache am Herzen liegt, dann ist es Aufgabe der Medien, das zu differenzieren. Zu sagen, es haben hier 10.000 demonstriert,
Es waren 9.980 friedlich und es waren 20 Nazis dabei. Und es ist nicht Aufgabe der Demonstranten, sich umzugucken, wer ist alles da, und dann nach Hause zu gehen, wenn jetzt 20 Leute da sind, die einem nicht passen oder die ein gewaltbereites Aussehen haben. Und so kann jede Demonstration gesprengt werden. Und so war es ja in der Vergangenheit auch der Fall. In Chemnitz damals. Die ZDF-Leute, sie haben gewartet und Zuschauer haben berichtet, dass sie gezielt die Leute gefilmt haben, die Krawall gemacht haben, die den Hitlergruß gezeigt haben. Und das wurde dann in den Medien groß präsentiert. Und es hat aber mit dem großen Teil der Demonstration gar nichts zu tun gehabt. Natürlich, das erwähnen dann die Medien im Randsatz. Dann sagen sie, ja, wir haben es doch auch gesagt. Wir haben gesagt, es waren die meisten friedlich. Aber die großen Überschriften, wie hier, sind dann Gewalt und Eskalation. Das ist die Überschrift. Ich muss für mein Anliegen auf der Straße demonstrieren dürfen, unabhängig davon, wer sonst auf der Straße ist. Das ist eigentlich eine vollkommene Selbstverständlichkeit, weil sonst würde eine Demonstration überhaupt nie funktionieren. Und selbstverständlich ist es natürlich auch so, dass wenn es die richtige Demonstration ist, dann die Medien das auch entsprechend framen dann. Dann sagt man vielleicht, es sind auch ein paar Leute dabei, aber dann wird das schön ausdifferenziert. Dann wird dann klar in den Vordergrund gestellt, ja, die Mehrheit der Demonstranten, das sind die Guten, das sind die Netten. Es ist selbstverständlich davon auszugehen, dass auf einer großen Demonstration es entweder unüberschaubar ist oder mit Sicherheit irgendwelche komischen Leute da sind. Das heißt, die Welt spricht hier ein Demonstrationsverbot aus. Und der Skandal ist, die anderen großen Medien empören sich nicht darüber oder schreiben was Ähnliches. Und das kann man auch ganz leicht schildern. Das ist der Vorteil. Hier hat die Welt aus meiner Sicht nicht aufgepasst. Sie versuchen es immer den Kritikern schwer zu machen, dass sie es nicht verbalisieren können. Aber diesen Satz, das kann man ganz leicht erklären, dass das faschistoid ist, dass das undemokratisch ist, dass es ein Demonstrationsverbot ist. Und dass das auch wissentlich ist, dass die Frau das auch genau weiß, dass sie mit Absicht hier ein schön formuliertes, verkleidetes Demonstrationsverbot ausspricht. Darunter kommen noch ein paar nichtssagende Floskeln. Und auch die Politik steht in der Verantwortung. Die Politik steht immer in der Verantwortung. Und dann hier noch ein Satz, denn der wachsende Unmut nährt sich stark aus Fehlern der Vergangenheit. Unmut nährt sich immer aus Fehlern. Das ist selbstverständlich. Interessant ist auch der Gesichtsausdruck von dieser Frau. Es wirkt so betroffen. Ich bin emotional. Ich bin empört. Ich bin ergriffen. Und ich fühle mit euch. Durch diesen Gesichtsausdruck, durch überhaupt diese emotionalisierende Berichterstattung, soll die Sachlichkeit in den Hintergrund treten. Und die Leute sollen gar nicht mehr nachdenken, sondern sollen vertrauen. Ja, ich bin nett. Mir kannst du vertrauen. Mir könnt ihr vertrauen. Wir sind die netten Medien. Die sachlichen Dinge, das ist alles schon geklärt. Wir wissen das. Ihr könnt uns vertrauen. Und ich denke, viele alte Leute, die gehen denen auch auf den Leim. Die glauben es. Ja, das sind die netten Medien. Klar, denen können wir vertrauen. Warum sollen die auch was Böses machen? Gibt ja gar keinen Grund. Wir vertrauen. Und wahrscheinlich ist es auch pathologisch in Menschen veranlagt, Vertrauen zu missbrauchen, zu täuschen. Weil wenn man mehr Wissen hat gegenüber einem anderen, dann hat man einen Machtvorteil. Man kann mit demjenigen spielen. Und wahrscheinlich triggert das diese Leute, dieses Gefühl von Macht, der Stärke. Sie bilden einen Inner Circle, einen Club der Wissenden. Und die anderen sind die Nichtwissenden. Sie sind in, die anderen sind out. Und so kann man natürlich auch leicht Geld verdienen. Das ist wahrscheinlich aber gar nicht mal so bewusst, sondern unbewusst fühlen die Leute diese Macht durch mehr Wissen. Diese Leute fühlen sich wahrscheinlich richtig schlecht, wenn sie nicht täuschen. Wenn sie täuschen, gibt es ihnen einen Kick, dann haben sie das Gefühl zu gewinnen. Wenn sie wahrheitsgemäß berichten, dann haben sie das Gefühl zu verlieren. Dann sind sie plötzlich nur noch der Wasserträger für die Leute. Dann sind sie plötzlich nur noch die kleinen Medien. Wenn sie täuschen, dann sind sie die Mächtigen. Dann sind sie die Führer des Landes. Dann sind sie die heimlichen Herrscher. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.